Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Lesemonat März. Ich zeige dir alles, was mich im letzten Monat begleitet hat. Sowohl die Bücher als auch das Hörbuch, wo ich mich wieder halb totgelacht habe. Ich erzähle dir, worum es geht, wie ich die Bücher fand. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Sollte ich ein bisschen hibbelig wirken, dann liegt es daran, dass ich dieses Video an einem Freitag drehe. Der Freitag, bevor du es dann am Sonntag siehst. Und ich fahre in, naja, so knapp 2 Stunden los nach Hamburg mit meiner Schwester. Und wir schauen uns das Herkules-Musical an. Und am Samstag dann Tanz der Vampire. Denn unser allerliebster Musical-Darsteller Thomas Borchardt singt den Grafen. Und meine Schwester und ich lieben Tanz der Vampire. Ich liebe die ganzen Lieder und ich freue mich so doll darauf. Das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen bin ich so ein bisschen hyper, hyper. Aber ich wollte dir unbedingt noch mein Lesemonatsvideo abdrehen. Und ich wollte außerdem noch was mit dir teilen, bevor ich mit dem ersten Buch loslege, weil ich immer mal wieder gefragt werde, ob ich beim Lesen Musik höre und so weiter und so fort. Und ich habe bei Instagram neulich nach Liedern gefragt, nach Instrumentalliedern, die deiner Meinung nach, falls du Instagram bist, unbedingt in eine Reading-Playlist müssen. Und daraus habe ich eine Playlist erstellt und die teile ich sehr gerne, ja, hier unter diesem Video auch mit dir, dass du draufklicken kannst, wenn du Lust hast, beim Lesen eine Playlist zu hören und noch keine hast oder eine neue möchtest, dann schau sie dir sehr gerne an. Ich finde, sie ist echt toll geworden, da sind super Vorschläge drin, sie ist auch recht lang und das wollte ich auch unbedingt hier auf YouTube nochmal teilen. Und jetzt legen wir aber mal los mit dem ersten Buch. Ich habe die physischen Bücher, die ich hier habe, liegen quasi hier gerade auf meinem Schoß. Und das erste, was ich dir zeigen möchte, ist Melody von Martin Suter. Ich habe die ganzen Bücher neulich schon mal in einem Video gezeigt und die nur kurz angerissen, weil ich hier im Lesemonatsvideo mir dafür ein bisschen mehr Zeit nehme und ich halt nicht will, dass ich immer fünfmal das Gleiche irgendwie erzähle. In dem Buch geht es um Dr. Stotz. Das ist ein Altnationalrat, der in einer riesigen Villa wohnt und der gerne möchte, dass sein Nachlass geregelt wird, denn er weiß, dass er nicht mehr so lange leben wird. Und in seiner Villa hängen ganz viele Porträts von einer Jungfrau und das ist seine ehemalige Verlobte namens Melody, die einfach verschwunden ist. Vor über 40 Jahren und er weiß nicht, was passiert ist. Und er möchte das eigentlich unbedingt rausfinden und hat auch sehr viele Nachforschungen angestellt. Und dann ist es so, dass er jemanden engagiert. Tom heißt derjenige, der seinen Nachlass regeln soll. Also der sich um alles kümmert, was so seinen Ruf nach seinem Tod angeht und auch einfach Dokumente sichtet und so weiter. Und Tom nimmt diesen Job an und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was auf ihn zukommt. Und ehrlicherweise konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, was er da so machen soll und wo diese ganze Geschichte hinführt. Und dann ist es so, dass Tom eben nach und nach Dr. Stotz mehr kennenlernt, mehr in diese ganze Geschichte zu Melody eintaucht. Wer ist Melody? Wo kommt sie her? Was für Spuren gibt es, um rauszufinden, was mit ihr passiert ist? Lebt sie noch? Hat es was mit ihrer Familie zu tun? Da sind ganz viele Geheimnisse, die aufgedeckt werden wollen. Und dann kommt noch die Großnichte, glaube ich, ist es. Oder ja, die Großnichte von Dr. Stotz dazu. Laura heißt sie. Und Laura und Tom fangen dann zusammen auch an, Nachforschungen ja, anzugehen. Wow, okay. Ich weiß gerade nicht, wie man diesen Satz richtig zu Ende bringt. Sie stellen Nachforschungen an. Und dabei geraten sie immer und immer tiefer in diesen Strudel rund um die geheimnisvolle Melody. Und was sie dann rausfinden und wie weit sie mit ihren Nachforschungen kommen, erfährst du im Buch. Und ich muss dir sagen, also es sind ja immer recht dünne Bücher, ne? Und ich finde einfach den Schreibstil von Martin Suter so angenehm. Du lässt dich einfach so leicht, beziehungsweise ich habe mich so leicht in diese Geschichte hineinversetzen können. Ich war sofort fasziniert davon, was für ein Phänomen Melody eigentlich war. Dr. Stotz erzählt halt auch sehr liebevoll und sehr ausschmückend über sie. Und du merkst, dass es wirklich die Liebe seines Lebens war. Und es stellt sich aber immer wieder die Frage, was ist Wirklichkeit und was ist Fiktion? Was ist in seiner Erinnerung so wirklich passiert und was malt er sich so aus? Und das muss ich natürlich auch Tom fragen, denn er ist ja sozusagen neu in dieser Familie mit drin und kennt ja Dr. Stotz auch noch nicht so lange. Gleichzeitig lernt er natürlich auch ein paar Freunde von Dr. Stotz kennen und viel über sein Leben, was er so gemacht hat, wie er sich verhalten hat, was für eine Macht er eigentlich hatte und auch immer noch hat. Gleichzeitig hängt natürlich immer im Raum, dass Dr. Stotz krank ist, dass er nicht mehr lange leben wird. Und Tom merkt, dass er ihn wirklich ins Herz schließt und er ihm so gerne alle Fragen zu Melody beantworten möchte. Zumal sie ihm halt immer und überall auf irgendwelchen Porträts entgegenlächelt und er sich immer fragt, was ist mit dir passiert? Warum bist du verschwunden? Und
Die Geschichte hat mich wirklich gefesselt. Ich sag nichts zum Ende, außer dass ich sehr überrascht war. Ja, also ich finde es immer sehr angenehm, wenn ich nicht von Anfang an mir denken kann, wie es dann zu Ende geht. Manchmal ist es ja so, dass du von Anfang an eine Ahnung hast, in welche Richtung es geht, und das ist ja auch vollkommen okay. Und manchmal, so wie in diesem Buch, ist es so, dass ich dann doch noch überrascht wurde. Und das mag ich sehr gerne. Und das ist mir bei Martin Suters Büchern schon öfter mal passiert. Ich kann es absolut empfehlen. Ich weiß, dass viele die Bücher aus dem Verlag total ansprechend finden. Und andere sagen, das sieht für mich langweilig aus. Ich bin eher die Fraktion, die sagt, das spricht mich nicht an. Ich würde mir das von alleine nicht kaufen oder ausleihen oder sonst was. Aber zum Glück habe ich meine Freundin Niki, die den Autoren richtig liebt und die auch viele Bücher aus diesem Verlag liest, die gesagt hat, Lena, bitte, 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 lies was von ihm. Und damit hat sie mich infiziert und jetzt möchte ich gerne alles von Martin Suter lesen, was ich in die Finger kriegen kann. Und ja, das ist so das, was ich dir zu Melody sagen kann. Ich fand es richtig gut. Und ich bin sehr gespannt auf alles, was ich von Martin Suter dann noch lesen werde. Natürlich auch die ganzen älteren Bücher. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja doch eines Tages noch zu einer Lesung, wenn ich keinen Husten habe. Und ja, das ist so das, was ich dir zu Melody sagen kann. Ich weiß, dass mir unter mein letztes Video, wo ich das Buch gezeigt habe, eine Person geschrieben hat, kannst du bitte mit mir übers Ende reden? Ich möchte aber hier jetzt nicht so übers Ende reden, wenn du das Buch vielleicht noch lesen möchtest. Also sollte die Person, die das gefragt hat, Gesprächsbedarf haben, schreib mir gerne. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir über Insta oder schreib mir hier nochmal und dann darf da keiner raufklicken, weil es sonst gespoilert wird. Wir können uns gerne darüber unterhalten, aber ich will jetzt hier nicht lang und breit das Ende diskutieren, weil ich möchte halt niemanden spoilern. Ich glaube, das ist gut zu verstehen. Genau. So, kommen wir jetzt zu einem Buch, was komplett was anderes ist als Melody, also komplett, auch ein komplett anderes Genre. Aber es geht auch um geheimnisvolle Dinge, um gruselige Dinge und es geht auch um eine Familie. Es geht um Shining von Stephen King. Das ist ja so eins seiner Bücher, was irgendwie gefühlt jedem ein Begriff ist auf der ganzen Welt. Man weiß irgendwie, oder was heißt man weiß? Ich wusste darüber nur, dass es irgendwie um ein Hotel geht, dass es darum geht, dass eine Familie dorthin kommt, dass ein Familienvater einen Job annimmt als Hausmeister in diesem Hotel. Jack heißt er, Jack Torrance. Und ja, dann dort ein paar Dinge passieren, die nicht ganz normal sind, die übernatürlich sind und die einfach furchtbar sind und diese ganze Familie ziemlich verfolgen und beschäftigen. Mehr wusste ich darüber nicht. Ich habe den Film tatsächlich auch nie gesehen, also ich weiß nicht, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich dachte dann, okay, jetzt wird es Zeit, es zu lesen. Du siehst hier die Klebchen, weil ich weiß, dass die Frage kommen wird. Ich habe dieses Buch zusammen mit meiner Freundin Heidi gelesen und wenn ich mit jemandem ein Buch zusammenlese, dann mache ich immer solche Schnipsel rein, weil wir uns Abschnitte einteilen. Also wenn hier oben welche sind, dann kannst du dir bei mir immer merken, das sind quasi einfach Leseabschnitte. Und wenn hier an der Seite was ist, dann habe ich mir Sachen markiert, die ich besonders schön fand oder wie auch immer. Das, was ich dir jetzt zu dem Buch gesagt habe, was ich wusste, ohne irgendwie den Klappentext zu lesen, ist eigentlich auch so ziemlich das, was auf dem Klappentext steht. Es geht um das Hotel in den Bergen von Colorado, steht hier hinten drauf. Und Jack ist jemand, der ein paar psychische Probleme hat, der alkoholabhängig war und der zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny in dieses Hotel fährt, weil er unbedingt einen Job braucht, weil er unbedingt Geld braucht, um seine Familie zu ernähren. Und direkt am Anfang der Geschichte erfährst du so ein bisschen was zu dieser ganzen Familienkonstellation, was Jack sich in der Vergangenheit so geleistet hat, dass er teilweise, wie soll ich sagen, sehr impulsgesteuert ist und seine Gewalt nicht so ganz im Griff hatte, dass er aber tief im Herzen eigentlich ein feiner Kerl ist. Also dass er Dinge auch bereut, die er falsch gemacht hat und dass er seine Frau und vor allem auch seinen Sohn Danny wirklich über alles liebt. Seine Frau macht sich viele Sorgen darüber, wie es in Zukunft sein könnte, macht sich Sorgen darüber, wie es ihrem Sohn geht, wie es ihrem Mann geht. Aber sie möchte unbedingt, dass diese Familie so funktioniert. Sie hat nicht so ein schönes Verhältnis zu ihrer Mutter. Und das kommt auch immer wieder hoch, genauso wie auch immer wieder hochkommt, dass Jack mit seinem Vater sehr schlimme Auseinandersetzungen hatte, nicht gerade die schönste Kindheit und daher eben auch viele seiner psychischen Probleme rühren. Und Danny ist ein fünfjähriges Kind, was für seine 5 Jahre wirklich so dargestellt wird, als wäre er eigentlich 50 im Herzen, also was so Reife und Weitblick angeht, finde ich zumindest. Und vor allem
stellt sich natürlich die Frage, was ist denn Shining? Was bedeutet das? Was ist das? Hellsichtigkeit? Was bedeutet das? Das spielt eine sehr große Rolle in der Geschichte. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass es etwas mit Danny zu tun hat. Und das erfährst du auch recht am Anfang der Geschichte. Wahrscheinlich denkt sich jetzt die Hälfte, die sich das anguckt, so, Lena, ganz ehrlich, jeder weiß, worum es in Shining geht. Und ich tapsel hier so auf Eierschalen rum. Aber ich wusste es halt nicht. Und deswegen möchte ich auch keinem, der es vielleicht noch lesen will, was vorwegnehmen. Als sie in diesem Hotel ankommen, merken sie eigentlich gleich, dass es irgendwie ein bisschen gruselig ist. Ihnen wird dann dort auch alles gezeigt und sie sollen dort quasi den Winter bleiben. Und es ist klar, dass sie dort eingeschneit werden und es da alles einsam und verlassen ist und nur diese drei dort sind. Und was soll ich dir sagen? Es geht eigentlich schon sehr bald los, dass es einfach gruselig wird. Dass da ein paar Vorkommnisse sind, wo sie sich denken, okay, was ist jetzt hier passiert? Danny geht es dort auch eigentlich nicht gut. Er will seinen Eltern aber keine Sorgen machen. Seine Mutter versucht irgendwie so das Beste draus zu machen, hat aber eigentlich die ganze Zeit Angst, dass ihr Mann ausflippt. Also du merkst bei jedem Einzelnen, weil auch diese verschiedenen Perspektiven eben beleuchtet werden, wie jeder so seinen Gedanken nachhängt. Und dann spielt noch jemand eine Rolle, der quasi nicht real ist. Der hat was mit Danny zu tun. Und nach und nach ist es auch so, dass Jack sich mehr über die Geschichte dieses Hotels an Wissen aneignet. Und was da alles so rauskommt, erklärt dann auch ein bisschen, was eigentlich so dort vor sich geht. Mehr sage ich zur Geschichte nicht, aber ich kann dir sagen, dass ich bei einigen Szenen wirklich dachte, hätte ich das als Film geguckt, hätte ich wahrscheinlich geschrien. Beim Lesen ist es bei mir so, dass ich mich wirklich nicht so schnell grusel. Also bevor ich wirklich da liege und sage, boah, ich habe jetzt richtig Herzklopfen und Angst, da muss schon einiges passieren. Hier gab es ein paar Szenen, bei denen meine Freundin Heidi gesagt hat, als sie das damals als Film geguckt hat, gerade dann auch noch mit Musik und so, hat sie wirklich gedacht, okay, ich schlafe am besten mit Licht an. Beim Lesen hatte ich das jetzt nicht. Ich werde mir den Film auch anschauen, der ist ja auch schon ein paar Tage älter. Und bin halt immer wieder fasziniert davon, mit wie wenigen Sätzen Stephen King es schafft, mir total das Bild davon zu vermitteln, wie Personen eigentlich ticken und warum, wie die Konstellationen so sind. Er schafft es, finde ich, sehr, sehr gut, eine Atmosphäre zu kreieren, die wirklich greifbar ist, die ich mir vorstellen kann, in die ich mich hineinfühlen kann. Ich finde, das können meiner Meinung nach nicht so viele Autoren so gut wie Stephen King. Er schafft es einfach. Und ich bin einfach nach wie vor auf jedes weitere Buch von ihm, was ich lesen werde, gespannt. Es gibt Bücher von ihm, die ich nicht so gerne mag, wo ich denke, ist mir jetzt irgendwie langweilig so ein bisschen. Und es gibt Bücher, wo ich sage, wow, also wie kann denn jemand so krass schreiben? Und ich bin froh, dass ich jetzt so ein bisschen immer und immer mehr in diese ganze Kingsiana-Richtung gehe. Und finde es einfach Wahnsinn, wie ein Mensch sich so viele Geschichten ausdenken kann und es vor allem in so guter Sprache aufs Papier bringen kann. Also Shining ist auf jeden Fall auf meiner Top-Stephen King-Liste. Ich habe es richtig gerne gelesen und war auch froh, das wieder im Buddy-Read zu lesen. Solltest du noch nie einen Buddy-Read gemacht haben, also mit jemandem zusammen ein Buch gelesen haben, kann ich dir nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Wenn du weißt, dass jemand ein ähnliches Lesetempo hat und sich eben auch gerne dann über die ganzen verschiedenen Szenen unterhält, dann ist das wirklich was Schönes, weil ich dir sagen muss, dieses Buch habe ich dadurch noch viel intensiver erlebt als jetzt zum Beispiel Melody, obwohl ich das super gern gelesen habe. Aber durch diesen Austausch und durch dieses in Abschnitten lesen und dann auch erstmal sacken lassen, habe ich das wirklich mit jeder Faser irgendwie aufgesogen. So, ich habe noch ein Buch im März im Buddy Read gelesen und zwar Birthday Girl von Penelope Douglas. Und das ist ein Buch, was ziemlich gehypt wurde und auch, glaube ich, immer noch wird. Und generell ist Penelope Douglas eine Autorin, die sehr beliebt ist, habe ich mir sagen lassen. Ich hatte natürlich wieder keine Ahnung, ist ja klar. Und hier geht es um, jetzt muss ich nochmal gucken, wie die nochmal hießen. Jordan, Pike und Cole. Ich hoffe, der heißt auch wirklich Pike und nicht Pike, aber ich habe ihn im Kopf immer Pike genannt. Finde ich einen komischen Namen, aber okay. Jordan ist mit dem Sohn von Pike zusammen, mit Cole. Und Jordan hat jetzt nicht gerade so die netteste Familie, sage ich mal. Sie ist denen eigentlich ziemlich wurscht und sie ist dadurch schon immer gewöhnt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und hart für ihr Geld zu arbeiten, sie studiert. Und versucht sich eben nebenbei, so gut es geht, irgendwie über Wasser zu halten. Und das macht sie zusammen mit ihrem Freund Cole.
Und direkt am Anfang der Geschichte merkt man, dass Cole jemand ist, auf den sie sich eigentlich nicht so richtig verlassen kann. Aber sie versucht irgendwie trotzdem so das Beste draus zu machen. Sie arbeitet in einer Bar, hat früher Feierabend und vor allem hat sie auch Geburtstag. Und geht dann ins Kino, weil Cole sie halt irgendwie nicht abholt. Er geht nicht ans Handy und sie kann von dort quasi nicht nach Hause ohne Auto. Und denkt dann, na gut, dann muss ich jetzt die Stunden irgendwie überbrücken. Und in diesem Kino lernt sie dann Pike kennen. Sie weiß aber nicht, dass das der Vater von Cole ist. Und die beiden unterhalten sich über den Film, den sie schauen. Und irgendwie ist da so eine Verbindung sofort da. Und das merkst du auch. Das ist sehr gut beschrieben, finde ich. Und es kommt aber relativ schnell raus, als die beiden dann das Kino verlassen, dass Pike der Vater von Cole ist. Und Jordan denkt sich nur so, okay, ups, und versucht alles an Emotionen, was da hochgekommen ist, zu unterdrücken. Genauso ist es bei Pike auch. Also du hast die Sichtweise von Jordan und du hast die von Pike. Und es ist dann so, dass die beiden mitbekommen, dass Cole für eine Nacht im Gefängnis ist. Und was soll ich sagen? Die fliegen aus der Wohnung raus und Jordan und Pike haben keine Unterkunft mehr. Und deswegen bietet Pike an, dass sie bei ihm wohnen können, denn er hat ein großes Haus, er hat genug Platz. Und vor allem möchte er seinen Sohn auch gerne bei sich aufnehmen. Die beiden haben jetzt nicht gerade so das allerbeste Verhältnis, aber er gibt sich mega Mühe. Und mit der Zeit merkst du dann, dass es für Jordan und Pike immer schwieriger wird, sich nicht zueinander hingezogen zu fühlen. Jordan möchte gerne mit Cole zusammen sein und gibt sich wirklich Mühe, aber er ist halt wirklich... Also er ist wirklich ein Arschloch, kann ich nicht anders sagen. Nicht, weil er so einen Arschloch-Charakter hat, sondern weil er sich ihr gegenüber einfach wirklich nicht gut verhält. Und was dann alles so passiert, das musst du selber nachlesen. Ich habe es wirklich gerne gelesen. Es war eine sehr kurzweilige Geschichte, die sich auch jetzt gar nicht über eine so lange Zeit erstreckt. Und die war schon vorhersehbar, würde ich behaupten. Für mich jedenfalls, für dich vermutlich auch. Aber... Das hat mich nicht gestört, im Gegenteil, ich fand es eigentlich sogar schön, weil ich dachte, oh, wann passiert denn das, was ich mir denke, was passiert? Und dieses Knistern zwischen den beiden ist sehr schön und ja, einfach sehr schön irgendwie beschrieben. Und ich finde, dass einige Dinge dann doch ein bisschen zu einfach gelöst wurden, hat mich aber auch nicht gestört. Ich glaube, dass das so im echten Leben vermutlich nicht passieren würde, aber... nichtsdestotrotz habe ich das Buch wirklich gern gelesen. Ich möchte auch auf jeden Fall von der Autorin noch mehr lesen. Und es ist ja nun mal auch eine Konstellation für eine Liebesgeschichte, die ja mehrere Punkte aufweist, die jetzt nicht gerade normal sind. Weißt du, wie ich meine? Also was ist schon normal, ne? Aber die jetzt nicht so dem entsprechen, was man sonst in Büchern liest. Er ist um einiges älter als sie, er ist außerdem der Vater von ihrem Freund und so weiter. Also das sind ja Dinge, wo man sagt, oh, das geht doch alles nicht. Aber ich finde, Penelope Douglas hat das ganz gut beschrieben. Und ja, das habe ich noch gelesen. Was fürs Herz und irgendwie war es auch ein bisschen aufregend, muss ich dir sagen. Naja, dann, wenn wir schon bei Aufregung sind, kann ich dir sagen, dass ich Natriumchlorid von Jussi Alaosen gelesen habe. Das ist der 9. Fall für Karl Mörk von Sonderdezernat Q. Und jetzt gerade bin ich dabei, den letzten Teil der Reihe zu lesen, nämlich Verraten. Den zeige ich dir aber dann gleich auf meinem E-Book-Reader. Und was soll ich sagen? Ich liebe diese Reihe. Ich habe damit angefangen 2013, also vor fast 11 Jahren. Und jetzt ist sie dann einfach zu Ende. Ich finde es richtig krass, weil mich dieses Sonderdezernat Q einfach schon so lange begleitet. Und ich finde es gut, dass es jetzt quasi dann ein Ende hat. Ich weiß es noch nicht, weil ich muss noch fast 200 Seiten lesen. Aber ich finde es eigentlich gut, wenn es einen Abschluss gibt. Gleichzeitig bin ich dafür noch nicht bereit. Hier geht es um einen Fall, der schon 30 Jahre alt ist, der immer mal wieder hochkommt. Und der aufgerüttelt wird, weil eine Frau sich an ihrem 60. Geburtstag das Leben nimmt. Und diese Frau hat etwas mit dem Fall zu tun, der vor 30 Jahren bei Karl Mörk schon mal lag. Und es wird seit 30 Jahren, oder dann halt jetzt erstmal kurz mal nicht mehr, aber es wird gesucht, wer dieser Mensch war, der damals ein riesiges Verbrechen gestartet hat und der eine Mordserie immer und immer weiter fortgeführt hat. Und Karl Mörk und sein Sonderdezernat, also Assad Rose Gordon, kümmern sich um diesen Fall und merken dann, okay, krass, es gibt Zusammenhänge zwischen Fällen, die vorher vielleicht gar nicht so offensichtlich waren. Und da spielt Natriumchlorid eine Rolle. Und da kommt auch sehr viel von der Vergangenheit von Karl Mörk mit rein. Und was soll ich dir sagen?
Diese Geschichte führt dann quasi zu der Ausgangssituation, die dann im letzten Teil die ganze Zeit präsent ist. Ich musste in Natriumchlorid irgendwie erstmal wieder reinkommen. Jetzt gar nicht wegen der Charaktere, sondern wegen des Schreibstils. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag am Anfang oder ob ich einfach nicht mehr so in der Geschichte drin war. Ich habe einen Moment gebraucht, also bestimmt so 20 oder 30 Seiten. Und dann war ich wieder richtig into it. Und genauso ist es bei mir bei Verraten auch. Warte, das zeige ich dir mal, wie das Cover aussieht. Das ist dieses hier. Siehst du? Dazu kann ich dir jetzt inhaltlich gar nichts sagen. Denn wenn du diese Reihe noch lesen möchtest, dann ist alles, was ich jetzt sagen könnte, gespoilert. Denn das ist eine Ausgangssituation, die eben, wie ich gerade eben gesagt habe, in Natriumchlorid entsteht. Und die, wie soll ich sagen, einen Fall behandelt, der immer mal wieder in den anderen Bänden auch aufkommt. Aber ich kann vielleicht so viel sagen, dass es sehr viel um Karl geht. Und da geht es richtig zur Sache. Also das ist nicht ohne. Ich bin jedes Mal, wenn ich lese, im Adrenalinrausch und denke, oh Gott, was passiert als nächstes? An einigen Stellen hatte es bisher, fand ich auch ein paar Längen, aber ich bleibe natürlich dran. Ich schiebe es so ein bisschen vor mir her und lese immer nicht so viel am Stück, weil ich eigentlich nicht will, dass es zu Ende ist, aber gleichzeitig will ich natürlich wissen, wie es ausgeht. Aber das lese ich gerade und dadurch, dass es auch zwei richtige Bücher sind, war der März damit auch ziemlich voll, kann ich dir sagen. Aber jetzt sage ich dir erstmal was zu dem Hörbuch, was ich im März gehört habe. Ich blende es dir hier ein. Ich habe Mord auf hoher See von Miss Merkel von David Safir gehört. Und es ist wieder gesprochen von Nana Spier. Und ich habe schon im letzten Lesemonatsvideo davon erzählt, dass ich den vorigen Teil, also den zweiten Teil, als Hörbuch gehört habe. Und es war wieder einfach der absolute Knaller. Ich höre meine Hörbücher immer über BookBeat und inzwischen gibt es bei BookBeat auch die nicht gekürzte Version. Ich habe die gekürzte Version gehört, vielleicht höre ich auch einfach nochmal die lange Version und ich bin schon so gespannt auf den vierten Teil. Als Buch ist der, glaube ich, auch schon rausgekommen, aber als Hörbuch habe ich den jetzt noch nicht gehört. Aber es ist einfach wirklich, wirklich witzig gewesen. Es ist Angela Merkel, die immer in Mordfällen ermittelt, wo sie eigentlich zufällig reingerät. Und auch hier ist es wieder so, dass sie zusammen mit ihrem Mann Achim und mit ihrem Personenschützer Mike und mit ihrer Freundin Marie zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff ist und dort passiert dann ein Mord und sie möchte das natürlich aufklären. Und was da alles passiert, kann ich dir sagen, ist spannend, gleichzeitig natürlich an vielen Stellen auch wieder total lustig. Es geht tatsächlich in dem Teil auch viel um Mike persönlich, was ich total angenehm fand. Ich kann dir sagen, dass Nana Spier das einfach grandios vertont hat. Wirklich, wie sie Angela Merkel nachmacht, wie sie die verschiedenen Charaktere spricht und wie sie da Witz und Charme reinbringt, ist wirklich der Knaller. Deswegen glaube ich, möchte ich auch die Reihe gar nicht unbedingt lesen, sondern wirklich als Hörbuch hören, weil ich finde, dass da also so viel Witz einfach reinkommt durch diese geniale Sprecherin. Also ich bin wirklich absolut begeistert davon. Ich kann dir nur immer wieder ans Herz legen, wenn du vielleicht noch nicht so viel mit Hörbüchern zu tun hattest, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe auch wieder einen Rabattcode für dich. Ich packe dir alle Infos, die du brauchst, in die Infobox. Dann kannst du einfach mal schauen. Kannst es kostenlos erstmal testen und ausprobieren, ob es was für dich ist. Du kannst die Miss Merkel-Reihe hören, du kannst alles andere hören. Es gibt so viele coole Hörbücher. Ich habe auch gesehen, dass, Moment, ich sag's dir, so ein bisschen rumgeguckt, was so von den Büchern, die ich jetzt hier gerade auch mir neu angeschafft habe, auch als Hörbuch da ist. Unter anderem hast du zum Beispiel The Unhoneymooners von Christina Lauren, was ja sehr lustig sein soll, was du bei BookBeat hören könntest, wenn du denn wollen würdest. Dann Belladonna von Adeline Grace. Du hast die ganzen Westworld-Bücher dort, du hast von Jenny Colgan total viel. Und da ist einfach meiner Meinung nach für jeden Geschmack was dabei. Deswegen schau es dir voll gerne mal an. Ich bin immer noch wahnsinnig begeistert davon, dass ich Hörbüchern für mich und mein Leben nochmal eine Chance gegeben habe. Und kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Genau. Und jetzt zeige ich dir mal noch, was ich auf meinem E-Book-Reader noch gelesen habe. Ich zeige es dir jetzt einmal hier auf dem Reader, aber ich glaube, dann blende ich dir das nochmal ein. Dieses hier, 1000 Boy Kisses von Tilly Cole. Das packe ich dir hier hin. Ist ein Buch, was ich bei TikTok entdeckt habe. Es wurde auch hier bei YouTube schon öfter mal gezeigt und auch bei Instagram. Und ich dachte so, pff, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass ganz viele Leute es wahnsinnig traurig finden. Und es zum Teil auch Videos gab, wo eben
man sozusagen live zugucken konnte, wie die Person das liest, und es wurde ganz doll viel geweint. Ich bin ja eine richtige Heulsuse, wenn es um Bücher geht, also da können mir schnell mal die Tränen kommen. Und so war es auch bei 1000 Boy Kisses. In 1000 Boy Kisses geht es um Rune und Poppy. Die beiden leben in den USA und sind Nachbarn, beste Freunde, und irgendwann wird aus dieser Freundschaft, die die beiden haben, Liebe. Die beiden versprechen sich, dass sie für immer zusammenbleiben, dass sie sich für immer lieben werden. Und jeder, der von außen auf dieses Paar schaut, merkt auch, dass das, obwohl die beiden noch so jung sind, wirklich echte, wahre Liebe ist. Dass das nicht nur irgendein Hirngespinst ist, sondern dass die beiden sich wie Magnete anziehen und einfach zusammenhören. Ich sag's jetzt gleich am Anfang, es ist mega kitschig. Ich bin eigentlich die Kitschpolizei, ich hasse das, wenn das so kitschig wird, aber ich war so im Sog, dass es mich null gestört hat. Ja, sage ich nur schon mal am Anfang. Es ist dann so, dass Rune, der stammt ursprünglich aus Norwegen, also seine Familie. Und sein Vater wird für einige Zeit wieder zurück nach Norwegen versetzt und die Familie soll mitkommen. Heißt, Rune und Poppy müssen sich trennen. Und sie versprechen sich natürlich, dass sie trotzdem zusammenbleiben und so weiter. Und dann ist es aber so, dass Poppy den Kontakt quasi abbricht. Und als Rune wiederkommt, ist er total verändert und verbittert und alles und versucht natürlich rauszufinden, was eigentlich passiert ist. Und das findest du dann auch raus, aber erst mit der Zeit. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, denn ich habe ganz viele Theorien gehabt, was passiert sein könnte, und bin aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, wie es dann tatsächlich war. Der Name 1000 Boy Kisses rührt daher, dass Poppy von ihrer Großmutter ein Glas bekommt mit 1000 kleinen Herzzettelchen und die Großmutter ihr sagt, will ich das jetzt eigentlich erzählen? Ich glaube, ich will das gar nicht erzählen. Sagen wir, es geht wirklich darum, besondere Küsse zu haben. Ich glaube, mehr sage ich gar nicht dazu, weil ich diesen Moment so schön fand, es selber zu lesen. Und wenn du das selber lesen willst, ist es vielleicht schöner, wenn du das selber machst. Also, sorry, es soll jetzt nicht hier so Cliffhanger-mäßig sein, aber ich habe mich gerade noch kurzfristig umentschieden. Und deswegen heißt dieses Buch so. Es gibt es auch auf Deutsch. Da heißt es, wie heißt es denn? Finde ich raus und schreibe es dir dann hier unten rein. Also, weil ich weiß, dass jetzt auch nicht jeder auf Englisch lesen will. Es ist aber auf Englisch sehr leicht geschrieben. Also solltest du mal ein englisches Buch ausprobieren wollen, dann kann ich sagen, das ist wirklich leicht und verständlich geschrieben. Ja, und als Rune dann rausfindet, warum Poppy so gehandelt hat, wie soll ich sagen, liegt die Welt ziemlich in Scherben. Und meine Welt lag auch ziemlich in Scherben. Ich habe schon am Anfang direkt angefangen zu heulen. Also wirklich nach ein paar Seiten lag ich schon da und war so und dachte so, Gott, was ist denn jetzt los? Man muss jetzt dazu sagen, dass ich mental jetzt auch gerade, als ich es gelesen habe, in keiner sehr guten Verfassung war. Aber ich glaube, auch wenn ich der glücklichste Mensch der Erde gerade wäre, hätte ich dort weinen müssen, weil es mir sehr ans Herz ging. Und so ist es dann zum Ende hin halt auch immer mehr. Es ist wirklich eine kitschige Liebesgeschichte, aber mich hat der Kitsch nicht gestört. Es ist meiner Meinung nach den Hype wert. Ich kann es dir von Herzen empfehlen. Und es ist auch recht kurz. Also ich glaube, auf dem E-Book-Reader waren es irgendwie nicht mal ganz 300 Seiten. Also ich habe das wirklich durchgesuchtet und hatte sehr viele Emotionen. Sagen wir es mal so. So, und dann kann ich dir noch das letzte Buch zeigen, was mich im März begleitet hat, was ich aber noch nicht zu Ende gelesen habe, weil es kein Buch ist, was ich so am Stück irgendwie lesen wollte, sondern was ich mir über die nächsten Wochen quasi einteilen möchte. Und zwar ein Buch, was mir hier auch empfohlen wurde unter Videos, nämlich dieses hier, Die Kuh, die weinte. Das ist geschrieben von einem buddhistischen Mönch und zwar von Ayan Brahm. Und er schreibt so ein bisschen was aus seinem Leben, schreibt ein paar Denkanstöße, wie du dein Leben sehen kannst, wie du auf Freundschaft, auf Liebe, auf Verzweiflung und so weiter schauen kannst und was mich sehr motiviert hat. Ich wollte einfach so ein paar kleine Geschichten lesen, die so Achtsamkeit in mein Leben bringen. Und ich muss dir sagen, dass gleich die zweite oder dritte Geschichte sich so in meinem Kopf verankert hat, dass ich dachte, okay, genau sowas habe ich gesucht. Also danke an alle, die mir das als Tipp gegeben haben. Der hat auch noch ein paar andere Bücher geschrieben. Die werde ich mir auch noch nach und nach holen, aber erstmal bin ich jetzt dabei, immer und immer wieder, morgens oder abends, wann immer ich Lust darauf habe, eine kleine Geschichte zu lesen. Manchmal ist es wirklich nur eine Seite, manchmal sind es zwei Seiten. Es sind kurze, kurze Gedankenanstöße, kurze Geschichten und es ist wirklich, wirklich richtig wertvoll für mich. Deswegen, ja, bin ich sehr dankbar darüber. Und das war mein Lesemonat. Ja,
Ich habe von meinen Leseaufgaben, die ich mir eigentlich gestellt habe für die Subabbau-Challenge, zwei Aufgaben nicht erfüllt. Ist aber auch nicht schlimm. Dafür habe ich was anderes gelesen. Ich war auch krank, wie oft ich das auch sage, ne? Als ob es jetzt irgendwas ändert, wenn ich hier immer rumjammer, dass ich krank war. Aber naja, so war es jedenfalls. Und jetzt würde mich wie immer sehr interessieren, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher bereits selbst gelesen hast. Und wenn ja, wie du sie fandest. Was du im März gelesen hast, was du vielleicht auch gehört hast, alles, was du mir zu diesem Video gerne mitteilen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Schau dir auch voll gerne die Reading-Playlist an. Ich verlinke sie dir in der Infobox. Ich bin total happy mit der und will, dass alle sie haben. Deswegen, ja, schau da auch gerne mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao!